Wir sind hier vor Schloss Nymphenburg, eine der Top-Sehenswürdigkeiten Münchens, absolutes Highlight. Wie man sieht, eine riesengroße Anlage, in der es sehr viel zu entdecken gibt. Also man kann hier einen ganzen Tag verbringen und es wird einem nicht langweilig. Man kann hier auch einen ganzen Tag lang Fotos machen und man entdeckt immer neue Motive. Nymphenburg. Was sind Nymphen? Wo kommt der Name her? Nymphen sind in der antiken Mythologie Wesen, weibliche Wesen, die im Wasser leben. Und man sieht, hier gibt es reichlich Wasser. Der Name ist also sehr, sehr passend. Es gab in der Barockzeit eine Prinzessin namens Henriette Adelaide. Die lebte in Italien, in Turin. Und diese Frau wurde Mitte des 17. Jahrhunderts mit dem Sohn des bayerischen Kurfürsten verheiratet. Eine Liebesgeschichte mit einem Happy End. Die beiden, Henriette Adelaide und ihr Verlobter Ferdinand Maria, haben nämlich in Procura geheiratet. Was heißt in Procura? Der Bräutigam schickte einen Stellvertreter nach Italien, der Braut den Ring an den Finger gesteckt hat. Also der war bei seiner eigenen Hochzeit gar nicht live dabei. Die junge Henriette Adelaide, die war damals so 14, 15, kam dann nach München und fühlte sich hier anfangs überhaupt nicht wohl. Nach dem zweiten Kind, das war ein Sohn, ein kleiner Junge, den man auf den Namen Max Emanuel getauft hat, da war dann der bayerische Kurfürst Ferdinand Maria so glücklich, dass er seiner Frau Henriette Adelaide hier die Gegend zum Geschenk gemacht hat. Es stand damals schon eine kleine Villa Suburbana. Wenn wir uns den mittleren Gebäudeteil anschauen, kann man sich das vorstellen, wie das damals ausgesehen hat. Also einfach ein kleines Schlösschen war schon vorhanden. Und diese kleine Villa Suburbana ließ Henriette Adelaide dann nach ihren Vorstellungen umbauen und erweitern. Sie brachte Baumeister aus Italien mit, ein Herr Barelli und ein Herr Zuccalli waren die Architekten. Zur Zeit von Henriette Adelaide und Ferdinand Maria ist der mittlere Gebäudeteil entstanden. Und der Sohn Max Emanuel hat dann das Schloss erweitert und hat die Galeriebauten rechts und links dazu gebaut. Und die dritte Generation, der Sohn Max Emanuels wiederum, ein Herrscher namens Karl Albrecht, ließ die Seitenflügel rechts und links anlegen und das wunderbare Rondell, das einen Durchmesser von einem halben Kilometer hat. Die Schwäne hier erinnern an den Märchenkönig, an König Ludwig II., der hier in Schloss Nymphenburg im Jahr 1845 zur Welt gekommen ist. Der Schwan war nämlich sein Lieblingstier oder sein Lieblingsvogel. Und er ließ ja dann später das berühmte Schloss Neuschwanstein bauen. Als Ludwig II. Geboren ist, waren wichtige Würdenträger des Staates anwesend, die die gebärende Königin sozusagen beobachtet haben, um sicherzustellen, dass kein Kind untergeschoben wird, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Es war bei königlichen Geburten so üblich gewesen. Und um der Königin doch einen Schutz zuzugestehen, haben die Geburt per Spiegel verfolgt. Also die haben nicht direkt aufs Bett gestarrt, sondern über einen Spiegel indirekt beobachtet, ob da nicht geschummelt wird sozusagen, ob das alles richtig ist. Eine weitere sehr wichtige Sehenswürdigkeit im Schloss ist die Schönheitengalerie von König Ludwig I. König Ludwig I. war der Großvater vom Märchenkönig, vom Kini, vom Ludwig II. Ein bisschen weniger bekannt, aber für München sogar wichtiger als der Märchenkönig selbst. Denn er hat München seine Residenzstadt ausbauen lassen und hat gesagt, er möchte, dass München so schön wird, dass niemand sagen kann, Deutschland gesehen zu haben, wenn er München nicht kennt. Ludwig I. war ein großer Kunstliebhaber, aber Ludwig I. war vor allem auch ein großer Frauenliebhaber. Und er ließ die schönsten Frauen seines Reiches von dem Hofmaler Stieler malen
und hängte die Porträts hier ins Schloss. Also es sind zauberhafte Darstellungen von schönen Frauen, und zwar aus allen Ständen. Also es waren nicht nur adlige Damen, die porträtiert wurden, sondern auch bürgerliche. Und das ist natürlich damals etwas ganz Besonderes gewesen. Es gibt ein reizendes Porträt von Helene Sedlmayr, eine junge Münchnerin, die eigentlich Spielwaren in die Residenz gebracht hat. Das war ein ganz einfaches Mädchen, das von Ludwig I. entdeckt wurde, und er ließ sie malen. In der Schönheitengalerie hängt auch ein Porträt der berüchtigten Lola Montez, der Geliebten von Ludwig I., einer der Geliebten, er hatte ja zahlreiche. Lola Montez hat ihm aber richtig den Kopf verdreht, denn sie gab sich als spanische Tänzerin aus. Der König wusste nicht, dass sie in Wirklichkeit Irin war, und hat ihr zahlreiche Geschenke gemacht und unglaublich viel Geld für sie ausgegeben, weswegen sie bei den Münchnern, beim Volk, nicht so beliebt war. Kommt mal mit, ich zeige euch von oben mal den Nymphenburger Kanal. Da haben wir von oben den besseren Blick drauf. Komm. Kurfürst Max Emanuel, der blaue Kurfürst, wie er genannt wurde, weil er an seiner Rüstung immer eine blaue Schärpe hatte. Der Sieger von Belgrad ließ Ende des 17. Jahrhunderts hier eine Wasserverbindung zur Residenz anlegen. Er hatte den großen und ehrgeizigen Plan, Schloss Nymphenburg hier mit der Residenz in der Innenstadt über Kanäle zu verbinden, und Schloss Schleißheim sollte auch noch angebunden werden. Man hat damals sogar original venezianische Gondeln nach München gebracht, beziehungsweise die Gondelbauer aus Venedig wurden hergerufen, kamen und haben dann hier originale Gondeln gebaut.